willkommen, Leute. Und zwar zum Interview zu der Ausgabe Nummer 137. Und da haben wir heute Mastic zu Gast. Grüß dich. Moin. Hi. wir nehmen das Interview jetzt aus zeittechnischen Gründen, sage ich jetzt mal, einfach ein bisschen später bzw. nach dem Set auf. Also du hast jetzt eben schon gespielt. Ja, erzähl erst mal, wie war es für dich? Ja, hier war es auf jeden Fall nice. Also okay. Erstmal danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Kamera auch nochmal. auf jeden Fall ein cooles Studio. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also im Endeffekt hat es meine Erwartungen übertroffen. Ah, okay. So, ne? Okay. Also, warum, inwiefern, was hast du die anders habe ich noch vorhin schon so angedeutet. Ich dachte halt, vielleicht ist irgendein abgetrennter Raum oder so. Ja. Ne? Das ist eigentlich ganz cool, so zusammenzusitzen. Ja. Du hast ja gesagt, du kommst aus Lippstadt. Ne? Wie bist du überhaupt so zur Musik gekommen? Oder gerade, ja, Lippstadt ist ja jetzt nicht die Techno-Hochburg. Nee. Deswegen. Also, ich schreibe das ja auch momentan in meine Bio, dass das halt von dem Meld damals kam. Also, ich hatte einen Kumpel, der hier aus Berlin hingezogen ist. Okay. Und er war dann ein Jahr vorher mit seinen Kumpels aus Berlin auf dem Meld. Meint halt zu unserer Clique dann so: Ey, komm, müsst ihr mal mitkommen, so, ne? Und kein Scheiß, ich bin da mit Hip-Hop auf den Ohren hingefahren, so, ne? Wusste gar nicht so richtig, was da los ist. Und fand das halt so nice, dass ich dann halt Techno gehört habe. Cool. Und seitdem halt auch fast keinen Hip-Hop mehr, ne? Ja. Also klar, zum Chillen noch, aber wenig, ne? Okay, also hauptsächlich dem Techno verschrieben. Ja, und auch keine normalen Diskotheken dann irgendwie mehr besucht, ne? Sondern wirklich darauf fokussiert. Und dann irgendwann, da hat ein Kumpel angefangen mit Auflegen. Okay. Und dann fand ich das auch interessant und probiert und dann auch irgendwann Controller geholt. Ja, cool. Ja. Und wann war das? Wann bist du angefangen? 2017. Ah, doch. Also auch schon so gute 6 Jahre jetzt mittlerweile, ne? Ja. Ja. Und wo hast du schon überall gespielt? Wo konnte man dich bisher hören? Also Lippstadt, eigentlich überall. Und ja, in Favela. In Münster, in Triptykon, in Bhutan habe ich auch einmal gespielt, das war damals noch so ein Newcomer-Ding, das war's. Nee, in Franz Ferdinand habe ich auch gespielt. Okay, ja. Ja, genau, dann hatte ich eine gewisse Zeit noch war ich Resident bei Knackig und Bülzig in Münster. Ja. Da war der 247 war Veranstalter, ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Nee, er sagt mir jetzt nichts. Auf jeden Fall. Nee, und das hat jetzt erst beiseite gelegt. Das heißt, die Residentschaft geht jetzt erstmal weg, ne? Ja, und jetzt machen wir noch so unsere Veranstaltungen und ja, ich gucke, was noch weiter. Das heißt, ne? Eure Veranstaltung, welche sind das? Oder? Also wir heißen Night Vision. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Und machen das auch so seit 2018 oder so. Okay. Hat angefangen auf einem Schrottplatz, irgendwie bei einem Kollegen, so, das war so ein, das war immer so ein kleiner Traum von uns, ey, lass mal selber einen Rave machen. Okay, ja. Und dann hat sich das ganz spontan irgendwie ergeben, dass einer gesagt hat, ja, ey, meine Eltern sind weg. Und die hatten zufällig ein riesen Firmengelände so. Okay, ja. Ja, und dann alles mit Stapler und so freigemacht, Bauzäune aufgestellt und dachten, ja, komm, 50 Leute, waren 300 da. Ja, cool, ja, geil. Ja, nee, das war echt eine legendäre Gründungsnacht, ja. Ne? Ja, und dann ging es damals dann irgendwie erst in die Werkstatt. Haben uns auch relativ lange so in Lippstadt aufgehalten und jetzt, ja, durch, sag ich mal, das Fehlen der Werkstatt und so, ne, und das Don wurde auch abgerissen, das Modus, ja, macht halt eher sein Ding, haben wir uns ein bisschen umorientiert, waren zum Triptykon auch einmal, sind jetzt in Dortmund am 24.3. Ah, okay. Ja, im Spirit. Ja. Weiß nicht, ob du Spirit kennst. Nee, in Dortmund selber war ich jetzt noch nie feiern, außer in zur Mayday. Aber ansonsten, so in Clubs oder so, kenne ich jetzt in Dortmund leider gar nichts. Ja, dann vorbeikommen. Ja, schauen wir mal. was hast du gesagt? Wann ist das am? 24.3. 24. Nicht können, glaube ich nicht. Nee, weil 24.3. Ist es der Release von unserem Track. Und da haben wir dann auch noch einen Release-Stream hier in der Richtung. Und dann wird das nicht passen. Ne? Aber sonst gerne.
Ne? Sag Bescheid beim nächsten Mal, da bin ich dann auf jeden Fall. Ja, würde mich freuen. Komme ich vorbei, gucken und höre mir das Ganze dann an. Ja. Sehr geil. Und du hast eben, oder auch im Vorgespräch hast du ja schon so ein bisschen gesagt, du produzierst auch selber. Wie geht's da jetzt weiter so insgesamt, dass du sagst, so hier erst Releases, dann auch, oder? Ja, also erstes Release steht an. Mhm. Ich habe jetzt noch kein Datum, aber unterschrieben habe ich bei Nomad Spezies heißen die. Okay. Haben, glaube ich, ihren Hauptsitz in Athen, aber sind halt auch in Berlin. Mhm. Und ich habe mich halt für die entschieden, weil ja, in deren Videos halt Spartakwe und Charlotte Witt und so haben halt deren Tracks gespielt. So, ne? Ja. Das war für mich so ein Grund, ey, wenn die meine Tracks nehmen, dann bringe ich die auch da runter. Ja, cool. Ja, geil. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja. Und die EP bin ich gerade dran. Ja. Aber da gibt es noch keine Pläne, ne? Okay. Erstmal muss gut werden. Ja, ja, klar. Und auflegetechnisch sage ich jetzt mal, was kommt da so als nächstes? Ja, jetzt erstmal Night Vision, ne? Also das Ding ist, wir stecken halt schon extrem viel Arbeit immer in die Veranstaltung. Also es ist halt nicht so, dass wir einfach nur den Club nehmen. Mhm. Und so wie er ist, so nehmen wir den, sondern, ich weiß nicht, wir haben Meter mal Meter Würfel gebaut selber, ne, mit so String Art und so. Ah, cool. Und ja, wir machen da schon einiges an Aufwand. Mhm. Und immer wenn das ansteht, so einen Monat vorher, konzentrieren wir uns eigentlich nur darauf. Immer auf den Club und wie es dann auch dementsprechend von der Deko her dann passt, dass wirklich alles so mitspiegelt, denke ich mal, ne? Ja, ja, genau. Ja, cool. Also mittlerweile haben wir halt, sag ich mal, zwei Konzepte, ne, so ein Jungle-Konzept und halt dieses String-Art-Konzept, ne? Jetzt haben wir halt zwei Dance-Floors, das heißt, wir haben auch zwei Konzepte. Ja, cool. Ganz cool, ja. Ja, das ist geil. Freue ich mich drauf, ja. Ja, cool. Finde ich richtig gut. Deswegen, also wenn ihr alle Zeit habt, kommt vorbei, unterstützt sie uns am 24.03. Ja. Und dein Set hat mir persönlich richtig gut gefallen. Danke. War ja mehr so Peak-Time-Richtung, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber auch wirklich echt geil gemacht. Danke. Ja, richtig schön. Man hat so die Liebe zur Musik gespürt. Das habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt. Hier Frank, der mit den langen Ohren, der immer hinter dem hinter der Kamera sitzt. Er grüßt mich ganz lieb. dementsprechend habe ich schon gesagt, man spürt die Liebe zur Musik. Da bei dir. Ist auch. Finde ich gut. Mittlerweile Leidenschaft Musik. Finde ich richtig cool. Ja, danke. So. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein und folgt Mastic auf Instagram etc. Und Etsy Club Radio. Ja, uns natürlich auch, gerne natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Stay rave. Tschüss.